Was hast du mit Marc gemacht? Hey, die Tasche ist leer! Wo ist diese Scheißbeute? Er hatte sie nicht dabei? Nein! Hast du ihn zwischendurch alleine gelassen? Nein, verdammt! Bleib ruhig. Es bringt nichts, wenn du dich jetzt aufregst. Wir müssen einen klaren Kopf behalten. Ich reg mich so lange auf, bis ich weiß, wo diese Scheißzeug aus dem Scheiß-Safe ist! Bleib ruhig. Wir befragen ihn, sobald er wieder wach ist. Dieser Wichser! Der Typ hat uns verarscht! Wir befragen ihn, was passiert ist. Wir fragen ihn, warum diese Scheißtasche leer ist, sobald er wieder aufwacht. Falls er wieder aufwacht. Du hast ihn ganz schön zugerichtet. Wenn diese Scheißdiamanten nicht bald auftauchen, dann wird's noch schöner für dich da. Marc? Marc, hörst du mich? Wo sind die Diamanten? Denk gut nach. Erinner dich. Du warst mit Tommy schon da, als ich auf dem Motorrad ankam. Tommy ist beim Fluchtauto geblieben und wir sind zum Juwelier gegangen. Es sollte schnell gehen. Wunderschönen guten Tag. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Guten Tag. Ich interessiere mich für Ihre ausgefalleneren Stücke. Davon wird Ihnen sicherlich etwas gefallen. Der Zeitpunkt zum Reingehen war ideal. Wenig Kunden, nur ein Wachmann, einfach perfekt. Welches davon wird Ihnen gefallen? Ich will alle. Lass die Hände da, wo ich sie sehen kann und bleib ruhig. Wir beide wissen, dass diese Stücke nur zum Gucken da sind. Die wertvollen Sachen werden bestimmt alle im Safe sein. Wärst du so nett, meinem Partner den Weg zu zeigen? Ja, natürlich. Hände hoch. Schön oben lassen. Du bist mit diesem Verkäufer zum Safe gegangen. Was ist da passiert? Erinner dich. Was hast du gemacht? Wo ist das Zeug aus dem Safe? Mach's Maul auf! So leicht kommst du hier nicht raus. Pass mal auf, ey. Ich kann auch ganz anders. Wenn du nicht sofort antwortest, wird Tommy sauer. Und du weißt, was dann passiert. Scheiße. Ich hau ab. Wo ist die Scheißbeute? Fuck. Ey Mann, was siehst du scheiße aus? Ich hätte ja nie gedacht, dass unser Plan funktioniert. Ey, hurra, wir sind reich, es hat funktioniert, richtig geil. Du, und wenn die Diamanten erstmal alle verkauft sind, dann machen wir eine Fahrt um die Welt. Ich mache eine Weltreise, gehe in die Karibik. Geil, geil, geil. Zu früh gefreut. Habt ihr echt geglaubt, dass ihr damit durchkommt? Erbärmlich.